Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 14. Mai 2024, und unser DAX wartet hier ein bisschen auf seine Welle. Die Sonne ist schon ein bisschen aufgegangen. Sieht aber auch nicht so rosig aus, aber sieht auch nicht schlecht aus. Also, wir haben uns gestern darüber unterhalten, wie der DAX jetzt eben auf dieses Abgleiten vom Freitag reagieren könnte. Entweder drückt sich da über der 800 raus, das ist ihm nicht gelungen, oder er sollte halt unten, wir haben gesagt, zum Start, noch zum Start nochmal die 27, 700 anstechen, sich dann daraus stabilisieren und dann wieder nach oben aufdrehen. Und hatten weiter in der Analyse, weiter hinten dann auch drüber gesprochen, dass man aber sehr genau hingucken muss, wie er aus der 727 rauskommt, weil eben so eine starken Trendwochen im DAX sehr häufig eben in der folgenden Woche eher im Seitwärts münden. Und hatten gesagt, dass man dafür eben gucken müssen, wie der aus der 727 rauskommt, um da ein bisschen ein Gefühl schon für zu bekommen. Und er hat es ziemlich ruhig angehen lassen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon jetzt dahin tendieren würde, zu sagen, hey, der wird wahrscheinlich die ganze Woche rangen, aber er kann das durchaus machen. Also, man sollte vielleicht das immer im Hinterkopf mit behalten, wenn er dann nach oben auftritt. Und wenn ihr seht, an den Stellen, wo er eigentlich jetzt zünden müsste, wo Schub reinkommen müsste, und er packte direkt eine rote Kerze hin, dann kann man da im Zweifel auch erstmal einen Teilverkauf holen. Die Position erstmal wieder ein bisschen ausdünnen und warten wieder zurück, dass er wieder zurückkommt, weil er kann sich dann wirklich zur Seite hier einfach noch ein bisschen festrennen und die Leute hier quasi noch in ihren Positionen binden und eben nicht wieder rauslassen durch einen starken Rücklauf. Von dem, was wir gesehen haben, ist die Bewegung sehr träge gewesen, sehr ruhig. Also wir sehen das ja hier, wir haben vom Freitag diese ersten 2, 3, 4 Stunden jetzt quasi gerade mal so ausgeglichen, sind jetzt ans Donnerstagsschlussniveau raufgekommen auf diesen Support, auf die 727, haben dort aufgesetzt, auch noch nicht hochgedreht, das kennen wir schon vom Freitag, das hat er ja dort ähnlich gemacht, ja auch auf den Support aufgesetzt, aber noch nicht aufgedreht, also noch keinen Schub entwickelt, und damit kriegt jetzt der Dienstag da die Aufgabe, entweder hier einen Flaggenbruch einzuleiten und in eine Trendfortsetzung in neue Hochs, wenn er denn wirklich trenden will. Ich bleibe da weiter dabei, würde dann eher so eine 900, 920 anpeilen, bis dann sogar in die 19.000 rein, wenn er sich wirklich hier gut rausmacht und den Trend bricht. Dafür müsste er eigentlich mindestens über eine 87 drüber. Ja, also man würde jetzt hier quasi eine Trendlinie ziehen über die Hochs und die wird so im Bereich um 87 liegen. Da müsste er also Minimum rüber, um diese bullische Flagge dann hier aufzulösen und weiterzukommen. Ja, ein kleiner Stich nach unten wäre noch erlaubt. Wir hatten ihm hier ein bisschen Platz gegeben. 6,80, 6,70 hat man gesagt, das wäre noch legitim, um die Zone auszuholen. Also sollte am Dienstag dann noch kurz reinstechen und sich von dort hochdrehen. Wäre das vertretbar, sofern es ebenso ruhig erfolgt wie das, was wir jetzt am Montag gesehen haben. Sollte das dynamisch erfolgen, wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger, weil wir auch gesagt hatten, dass er insbesondere unter der Zone dann schon einen Touch kriegt, in den größeren Rücklauf reinzugehen, Richtung 560, 530. Und auch wenn man im Tageschart guckt, dort haben wir nämlich jetzt eine rote Tageskerze, ja. Und gerade für die auch immer gerne nach einem Short Ausschau halten, wäre sowas durchaus eine Argumentationsbasis, um zu sagen, man probiert es einfach mal mit Stop-Loss überm Hoch. Ich persönlich würde es nicht machen, dafür ist mir die Bewegung untergeordnet zu sehr im Flaggen-Look. Ja, sieht zu sehr nach bullischer Flagge aus. Bin deswegen nicht scharf, jetzt hier drauf einen Short zu zünden, aber es wäre durchaus eine legitime Basis, um es zu probieren. Also wenn er weiter unten treibt und er verhaspelt sich, dann laufen wir zuerst auf das hoch und im zweiten dann auf das. Da, die haben wir uns gestern schon angeguckt, ja, die 18.300. Und von daher kann man sagen, 5,60, 5,30 dann die nächste Zielzone. Und wenn die dann nicht hält, reden wir schon über eine 15.000, über eine 18.300. Na, wenn er aus der roten Kerze was rausstrickt. Wie gesagt, er muss das nicht. Untergeordnet sieht es ja in der Flagge aus. Aber es ist eine rote Kerze. Vortag wurde umgedreht. Am Allzeithoch. Also, er dürfte das auch länger ziehen. Ja, ich wäre da durchaus offener langsam für Shorts. Auch wenn wir jetzt am Montag unsere Elisa noch gesperrt haben. Ich glaube, die hätte denn die überhaupt getroffen? Ich glaube, die hätte. Doch, der hätte sieben. Ich glaube, neun. Ja, doch, hätte sogar getroffen. Die hätte sogar getroffen. Tatsache. Ja, aber unter 6,70 wäre ich durchaus offener. Dann darf auch vielleicht mal auf der Short-Seite was zu probieren.
Ja, wenn er das jetzt hier wegdreht, dann ist das so. Aber wenn der nach oben drückt und er macht hier die Flagge raus oder steht hier bloß kurz in 6,70 an, dreht sich wieder hoch, wäre ich oberhalb von 6,70, oberhalb von 7,60, Entschuldigung, eher aufwärts orientiert. Gucke mir aber sehr, sehr, sehr genau dann gerade so eine Bereiche um 8,20, 800 an. Das sind dann so die Bereiche, wo sich dann zeigen wird, wird es jetzt eine Range oder geht es weiter in die Trendfortsetzung? Ja, da. Das mit der Range vergesst das nicht so ganz aus dem Hinterkopf. Ja, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Insbesondere wenn er eben an so einen Stellen, wo dann Kaufsignale kommen, scheut und sich direkt umdreht. Das wäre sehr markant dafür, dass man hier vielleicht eine kleine Sinuskurve reinkriegt. Gut, Freunde, dann lasse ich es dabei gut sein. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.